So. Weiter geht's mit Genshin. Diesmal aber hoffentlich, ja, richtig. Die letzte Aufnahme von 50 Minuten reden wir nicht drüber. Ich glaube, ich habe sehr viel da gesagt und bin auf sehr viele Sachen eingegangen. Theory Crafting und Ideen für die Zukunft des Spiels. Gott, warum mache ich mir solche Gedanken darum? Es ist ein gottverdammtes Spiel. Es ist nicht mal ein Online-Spiel. Das heißt, was ich bekomme, bekomme ich halt. Und dann muss ich damit halt gucken, was ich damit mache. Ah, ist das schön. Nee, so, jetzt will ich mich richtig um das Event kümmern. Ich habe auch die Dailies mittlerweile gemacht und war duschen. Ich fühle mich wieder toll, ich fühle mich wach. Ich könnte sogar jetzt einen Stream starten, aber wir haben es 12 Uhr und entweder werde ich sehr spät noch einen Stream anmachen oder gar nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt Genshin aufnehmen die nächsten 2 Stunden. Nächsten 2,5. Und dann vielleicht noch was anderes aufnehmen. Vielleicht nehme ich noch Zelda 1 zu Ende auf. Dann muss ich es nicht im Stream wieder auspacken und ja. Keiner wird mitbekommen, dass ich mir die letzten 2 Herzteile auf Oberwelt angeguckt habe, wo die sind. Wobei ich beide schon mal gefunden habe, möchte ich anmerken. Das eine habe ich die Bombe wohl nur 2 mm daneben platziert und das andere, ja gut, das habe ich gewusst, wo es ist, aber nicht mehr genau wo. Ich wusste bei einem Busch. Ich wusste irgendwann am Anfang des Spiels. Ich dachte, das wäre ein markanter Busch, aber das ist einfach nur ein Busch mitten in den Büschen. Es ist so random gewesen, also da kann kein Mensch drauf gekommen sein damals, ohne Begleiter. So. Ich habe nichts anderes zu tun. Hallo, Sarah. Sarah. Achso, nebenbei, Paimon hatte beim ersten Mal einloggen vor einer Woche irgendwas gesagt. Das habe ich weggedrückt. Ich habe auch nicht mitbekommen, was sie gesagt hat. Es hat nur die Quest getriggert im Endeffekt. Also die Quest wurde getriggert und da hat Paimon halt irgendwas gesagt. Das war ein bisschen blöd. Wahrscheinlich nur irgendwas. Oh, guck mal, alles ist schön und bunt und ja, irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich. Sorry, it's the Windbloom Festival. There's nothing I can hand off to you. Hat sie jetzt Windblumen oder Windblumen gesagt? Ich meine, Windblumen. Ja, gut, man kann das. Windblumen. Lass ich durchgehen. Das kann ich nur akzeptieren. Besser als Immernachtsreich. Oder Prinzessin. Doch, Prinzessin der Verörtelung. Der Verstümmelung wohl eher. Okay, Sarah möchte keine Hilfe. Spricht Marjorie an. Cool, irgendwie, die wollen keine Hilfe. Es ist mal was ganz anderes als Liebe. Stimmt eigentlich, Liebe wollte jeder Hilfe haben und hier wollen sie alle keine Hilfe haben, weil wir sind hier frei. Weißt du, musst du wollen. So ungefähr. That's a good one. You two helping me during the Windbloom Festival? Weird. Let's go to the Adventurers Guild. Ich sag's ja. Mir gefällt Mondstadt deutlich lieber als Leroy. Leroy, ja, helf mal hier, helf mal dort. Wir brauchen da und da Hilfe, weil wir sind so viele Menschen, weil wir haben so viele Jahre lang zu viele Kinder gemacht und jetzt haben wir eine Eigenkindpolitik, so ungefähr. gesagt. Und Mondstadt so, ja, nö. Es ist ein Fest. Wir müssen unseren eigenen Kram machen. Wir wollen ja auch unseren eigenen Verdienst haben. So, Catherine. My apologies. During the Windbloom Festival, there are far fewer commissions available. There's nothing I can give to you at this moment. The Adventurers Guild too? What do we do now? Have we been fired? Wer hätte das gedacht? No, Paimon's not giving up that easily. We gotta try again. Okay, Gedicht von Blumen und Wolken, sprich mit Flora. Die wird uns auch keine Aufgaben jetzt geben, oder? Wir wenn. Flora, do you have anything you need help with? Nope. Is that because of the Windbloom Festival? What is that exactly? You two haven't heard of the Windbloom Festival? Windbloom. So, some kind of windy flower planting kind of thing? The Windbloom Festival is a Mondstadt tradition, a festival of love and freedom. It's a time of celebration and partying in the city.
At this time of year, we offer wind blooms to the great animal Archon Barbados as a sign of reverence and love. We also give flowers to our beloved, a very important tradition. My shop is bursting with customers every wind bloom. I guess it's a nice problem to have. Was sind Windblumen? The wind bloom is the symbol of this festival, a flower that represents freedom and the spirit of the wind. So, what does a wind bloom look like? That's a long story. My grandma said that even she hadn't been born when the wind bloom first appeared. It must have been hundreds of years ago. I don't know why exactly, but everyone seems to choose dandelions when they want to give a gift of wind blooms. So, in other words, for the people of Mondstadt, wind bloom means dandelion? Something like that anyway. At least, that's what we believe in my family. Incorrect. I heard everything you were saying and couldn't help, but you were talking about wind blooms, yes? It's Quinn from the fruit stall. Wanna join us? No. I'm just here to set the record straight. Windbloom doesn't mean the dandelion, but the windwheel aster. Greetings to you too, Quinn. Flora, surely there must have been plenty of customers buying windwheel asters from your shop recently. Uh-huh. You see? We loyal windwheel aster advocates are upholding our economic duty. The windwheel aster is both a symbol of Mondstadt and an embodiment of the windmill, representing both wind and freedom. That's what makes it the one true windbloom. Who's with me? Windwheel aster, the true windbloom! Oh? Are you sure about that? Bee! You're here too! The windbloom. Isn't that the Cecilia? Huh? Really? Oh? So, a windbloom is a Cecilia? That's the first I've heard of... What? Don't be ridiculous! Listen, yes, there may be some controversy over the definition of windbloom, but it is the widely held belief among the people of Mondstadt that the windbloom is the windwheel aster, not the dandelion! There's history to both flowers. You'd know if you asked around. And as for the Cecilia, give me a break. What? Just dropping the facts over here. No need to look at me like that. You... Whatever. I'm not talking to you. Huh? Bee? Weird. What's up with her? Did I say something wrong? Windbloom is as Windbloom does. What can I say? What? Also, bevor ich jetzt den Text vorlese... Also im Endeffekt, die Windblume ist für jeden das, was es sein soll. Also auch wieder die Freiheit zu wählen, was die Windblume ist. Okay, verstanden. Ich verstehe den Sinn mehr als ihr und ihr wohnt hier in der Welt. Was kann das denn bedeuten? Ich bin neu hier. Eure hiesigen Sitten sind ein bisschen verwirrend für mich. Das da. Stop arguing already! Maybe I should go and apologize to her after closing. I don't understand why she's upset, but what I do know is that I will have to apologize regardless. That's life, I guess. Aw, seeing them together like that really gives me that windbloom feeling. Freedom, the animal Archon, sweethearts. Yeah, that sounds great and all. But none of you can even agree over what a windbloom is. You're right, but isn't that typical of us Mondstadt folk? Well, between the delicious food, exquisite drink, and fresh flowers, Traveler, I hope you get to enjoy yourself during the festival, too. It sounds like such a happy festival, even if the whole windbloom thing is still a total mystery. Let's look around and see what this is all about. Whatever these sensations are, okay. Was mich aber wundert, dass das hier ein Fest ist, ist relativ wenig los. Also es ist nicht wie in Liebe, dass jetzt irgendwie mehr Leute hier sind. Aber okay, ist vielleicht ganz gut so. Geht zum großen Platz. Okay, also hier oben hinporten und dann rüber fliegen. Ach komm, ich wollte runterpewen. Also bleibt dabei, Venti ist
Hey, wenn die Statue ist weiblich. Also komm, Paimon, mittlerweile müssten wir eigentlich bei Venti davon wissen, dass er A, Barbatos ist, B, dass er ein Archon ist und C, dass er nicht einfach nur ein Bade ist. Meine Güte. Hi, Venti. Tonedeaf Bard, what are you up to? What's with all the people? Aha, you're right on time. Take a look at my students. What do you think? Not bad, eh? Students? You mean the people anxiously scratching their heads? Anxiously? Why, these people are deep in concentration, diligently searching for heartfelt rhetoric to convey their romantic affections. Uh-huh. Seems a bit suspicious to Paimon. So, I guess you've already found out about the Windbloom Festival then. How are you finding Mondstadt in such a festive mood? Do you like it? Es ist das erste Mal, dass man Bennett jetzt wirklich, also Benny Boy, Bennett, doch Bennett heißt er eigentlich, oder? Ich hab's letztes schon mal wechselt mit Bennett, also dem Pokémon. ja. Ist das dann Bennett mal in der Quest? Apropos Quest, halt, stimmt genau, ich habe ja noch die komischen Hangout-Event-Dinger. Kann ich auch noch machen. Stimmt. Oh, das könnte auch noch spaßig werden. Die habe ich schon ganz ignoriert bisher. Gekonnt ignoriert. Beiseite geschoben. Erstmal mache ich die richtige Quest rein, dann gucke ich mir das andere an. Ich hoffe, dass man... Ich hoffe, man muss nicht vorlesen. Ich hoffe, das ist vertont. Öffnest du Mondstadt jetzt, wenn alle in Festtagsstimmung sind, gefällt es dir? Ist das auf jeden Fall voller Begeisterung und Freude. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das Fest feiern soll. Paimon, what about you? Paimon could be persuaded with some delicious food-related bribery. Ah, I think you'll come around then. Speaking of which, I'll bet you two don't have a lot on your plate right now. Loafing around all day, no commissions to take or people to help. If you've noticed that, then congratulations! You've taken your first step toward understanding the Windbloom Festival. Oh yeah? Hey! Why do you sound so pleased with yourself? The Windbloom Festival doesn't just belong to the Animo Archon, but to all Mondstadt citizens looking for love. Anyone who wants to find love must do everything for themselves over the festive period. In addition, many people take this period as an opportunity to resolve other matters of the heart. It's not surprising that you two haven't been able to find any commissions. That's just the Windbloom Festival tradition. But don't you worry, you won't feel lonely while I'm around. On that note, I think it's about time you two got a deeper understanding of Mondstadt's culture and customs. I need a couple of assistants. What do you say? Assistants? What kind of assistants? See these anxious-looking folks here? They're looking to learn the secrets of love, so they came to me to learn how to compose love poems. I accepted, of course, because I was only too happy to charge a tuition fee. Soon, they'll come to me in turn and pour their hearts out, telling me about their romantic trials and tribulations. Then I'll give them suggestions based on their individual circumstances. At least, that's what I was going to do. But having seen you two suffering with nothing to do, I think I'll let you handle it instead. You've traveled far and wide and seen so much, it would be a waste not to put those experiences to good use. They could use your help. Ugh. Save us the nonsense. You just want to speed up your sales. That desperate for Mora, huh? There are limited edition wines for sale during the Windbloom Festival. I need every last Mora to make sure I get my fill. Uh-huh. Spoken like a true drunkard. All right then, let's get started. I'll be joining you, of course. I'll give you a few prompts, and you can make suggestions based on them. Not as taxing as you thought, right? You really love the sound of your own voice, don't you? Come on now, you're Mondstadt's honorary knight. The people trust you. It's only natural for you to have this opportunity to showcase yourself. Now listen up. If you see me make this gesture, it means I think they should forge ahead and seize the opportunity. But if you see me make this gesture, it means I think they should play it safe and avoid being hasty. And if I make this gesture, it means I think they should give up while they're ahead and avoid any emotional overinvestment.
You got that, Traveler? Ja. That's decided then. Och nö, was ist denn das für eine Quest? Kann ich nicht einfach irgendwas richtig Cooles machen? Ich dachte, hier gibt's Minispiele. Das ist wieder eine andere Abteilung von dem Event. Wahrscheinlich. Hallo Marvin. Ich heiße Marvin. Mamfi, bist du es? Nein, bist du nicht. Mamfi spielt WoW und nichts anderes mehr. Paimon heard that you were seeking help from the bard over there. We're his assistants. Why not talk to us? Huh? I barely plucked up the courage to talk to the bard. Is he not available? Don't be shy. It doesn't matter who you talk to. At the end of the day, you still gotta talk to your prospective sweetheart, right? Be brave. Let's hear it. Here goes. There is someone I like. Marla. She's cute and hardworking, always helping her family out with the farm work. And sometimes, she gets so tired, she takes a nap on a bench by the side of the road. Is she from the city? No, she lives in Springvale, quite away from me. And because of my family, let's just say that our families are quite different. My father objects to us being together. But Marla and I have found a way to work around it. Whenever we want to meet, we go stargazing at Starsnatch Cliff. Well, sounds like you two are getting along just fine. We are. So, what I came to discuss today doesn't so much concern Marla as my father. My father is quite conservative and very strict. Still, it's my fault that I've never told him how I really feel. I'm thinking, if I use this opportunity to offer a windbloom to my father and formally ask for his approval at the same time, maybe he'll support us. What are you planning to say? I want to tell him that, even though Marla doesn't come from a wealthy family, her kind heart and hardworking nature are things that Mora can't buy. Does that sound too childish? Oh, I hope he doesn't yell at me. Oh no. Aw, there, there. Uh-huh. Okay, ich denke, du solltest es ihm sagen. Nur Mut und ergreife die Gelegenheit. Würde jetzt auch meine Option sein. Das klingt so typisch nach Romeo und Julia, nur dass irgendwie eine arm und einer reich ist. Aber ich meine, hey. Wenn du reich bist, warum sollst du dir was Reiches suchen? Du kannst einfach das Hübsche nehmen. Wenn sie fleißig ist. Naja. Aber jetzt, okay, das ist jetzt auch wieder nett. Weil jetzt wird wieder auf Sidequests eingegangen, offenbar. Die es so in Mondstadt-Territorium gab. Weil die beiden habe ich glaube ich schon mal gesehen auf den Sternenklippen oben. Nämlich jetzt nicht ganz irre. Das ist wieder ganz nett. Ja, ergreife den Mut und mach mal. Yeah, tell him what's in your heart. Use the love between you and Marla to move him. Shouldn't it be something to celebrate? I see. Understood. Thank you. Another thing. Didn't you say you were going to give flowers to your father? What about Marla? Don't you want to give her something? Oh. Now that you mention it, I wanted the bard to teach me how to compose a love poem. Ja, wie gesagt, irgendwie geht er noch leiser, damit man gar nicht mehr hört. Ziemlich wahrscheinlich. Es ist nur so ein Tipp. Ist wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal selber in die Aufnahme reinhören gleich um 19 Minuten. Ich notiere mir mal ganz kurz auf dem Blog irgendwie so 19. Ich hoffe, ich denke da jetzt gleich dran, wenn ich den Cut gleich mache. Ja, du solltest sie nicht vernachlässigen. Definitiv nicht, weil sonst rennst du dich davon. Of course. And I'll give her some flowers, too. Yeah, I'll pick some later. Thank you for your help. Okay. Gut. Ich überlege gerade. Wir haben es jetzt Viertel nach. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal einen ganz kleinen Cut hier. Jetzt ist eigentlich Bennett jetzt hier. Das ist wirklich Bennett, Benny Boy. Ja, nee, ich mach mal hier jetzt den Cut. Ist ganz gut, so mittendrin. So 20 Minuten passt auch mal als Part.
Weil es könnte nämlich wieder so sein, dass Don jetzt doch später bellt, weil irgendwie sich da irgendwie alles eine Stunde verschoben hat. Habe ich gerade erfahren, vor der Stunde. Dementsprechend, ja, ich versuche das mal zu umgehen. Gut, Pausenmenü, wir machen gleich hier weiter mit dieser komischen Liebesquest, whatever. Und ich hoffe, ich komme gleich mal irgendwann zu den spaßigen Abteilungen des Events. Patches. Aber gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, gute Nacht. Ach, gute Nacht sage ich schon. Ich bin nicht am Stream. Ja, ciao, wollte ich sagen. Bis zum nächsten Part, Gedöns und so weiter. Wenn man halt normalerweise nur streamt und Aufnahmen selten tätigt, das gute Nacht ist halt einfach so drin. Morgens um 4 oder um 3. Gut. Ciao.